Hallo Pferdefreunde, ich habe euch heute einen Ausreißer mitgebracht, denn eigentlich handelt es hierbei sich nicht um einen baumlosen Sattel, es ist nämlich der Däuber Quantum. Der beansprucht aber immerhin für sich das Wort Ultraflex, das sich auf den Sattelbaum bezieht. Das heißt, es ist ein teilflexibler Sattelbaum und den möchte ich euch dann trotzdem auch nicht vorenthalten. Ihr werdet euch wundern, dieses Video hatte ich schon mal eingestellt. Ich drehe das jetzt nochmal neu, weil sich im Hause Däuber doch einiges getan hat seitdem. Und ich möchte euch ja auf dem aktuellsten Stand halten. Was wir jetzt hier aufstellen sehen, das ist der Däuber Quantum Short und Light. Das ist nämlich die Version, die noch nicht so lange auf dem Markt ist. Short und Light bezieht sich jetzt nicht darauf, dass er etwa kürzer und leichter ist, sondern es bezieht sich darauf, dass diese Kissen, die hier drunter sind, die sind weniger tief. Vom Gewicht her ist der Sattel relativ ähnlich schwer wie der normale Quantum. Ein weiterer Unterschied ist hier vorne, das könnt ihr sehen, hier vorne ist ein Loch drin. Das heißt, die Fork, die ist ein bisschen vorgesetzt bei dem anderen Quantum, das kann ich euch gleich zeigen. Im Vergleich ist die in den Sattel eingebaut und hier diese Fork, die ist ein bisschen schräger, das heißt, die gibt ein bisschen mehr Schulterfreiheit, plus der Sitz ist ein bisschen gerader. Das führt dazu, dass dieser Sattel tatsächlich auch so weit aufmachen kann vorne, dass er so einem breiten Pferd passt wie Shannon und dabei trotzdem relativ schmal im Sitz bleibt. Ich zeige euch jetzt mal den anderen Sattel dazu. Mit dem dicken Pferd kann man es ja machen. Also ihr könnt sehen, hier vorne ist die Fork fest in den Sattel eingearbeitet. Der Sitz geht hier vorne relativ weit hoch. Hier ist der Sitz etwas flacher, die Fork liegt frei und steht etwas schräger. Das heißt, dieser Sattel hat längere Kissen hinten und vorne. Und da kommt es jetzt drauf an, für was für ein Pferd ihr diesen Sattel gerne hättet. Für sehr breite Pferde würde ich sagen, passt der Short und Light besser. Für schmale bis mittelbreite Pferde, die vielleicht auch eine empfindlichere Sattellage haben, der normale Quantum. Von der Sitzfläche her ist der normale Quantum ein bisschen kürzer, also dadurch, dass er vorne so hoch geht, fällt die Sitzfläche da ein bisschen kleiner aus. Hier gibt es auch noch in der Version Western und Western Short und Light, da ist der Sitz dann tatsächlich ein bisschen breiter. Und die Sitzschale hinten etwas breiter und tiefer ausgeformt, damit man ein bisschen mehr das Western-Feeling hat. Das heißt, wenn man dann das Western-Modell auf sehr breiten Pferden liegen hat, kann es tatsächlich im Sitz schon wieder ein bisschen zu breit werden. So, jetzt gucken wir uns den Sattel mal von innen an. Das ist jetzt natürlich kein Quantum-Sattelbaum, den ich hier habe, sondern so ein ganz alter Holzsattelbaum. Aber ich möchte mal kurz erläutern, wie das Quantum Ultraflex Modell ungefähr funktioniert. Hier hinten am Kentel, das ist auch bei diesem Sattel fest mit den Bars verbunden. Wie ihr sehen könnt, sind die in einem gewissen Winkel angebracht. Das heißt, ihr müsst schauen, ob dieser Winkel so einigermaßen zu eurem Pferd passt. Habt ihr ein sehr, sehr schmales Pferd, drückt es hier oben. Habt ihr ein sehr, sehr breites Pferd, drückt es hier unten. Der Sattelbaum hat auch einen Schwung, der muss auch einigermaßen zum Pferd passen. Und hier vorne, wo die Fork dran ist, das ist beim Quantum jetzt tatsächlich so, dass dieses Teil sich weiten lässt. Das heißt, das kann ich in dem Winkel ändern. Dadurch ändert sich natürlich auch ein bisschen der Twist in diesen Bars. Und die Auflagefläche der Bars ändert sich auch ein bisschen. Also stelle ich den Sattel vorne breiter, gehen die Bars so ein bisschen in die Bewegung mit. Es ist da kein Holzbaum drin, sondern ein Kunststoffbaum, der sich halt diesen Bewegungen in einem gewissen Maße anpassen lässt. Natürlich kann man diesen Ultraflexbaum jetzt nicht quasi waagerecht stellen, dann würde das irgendwann einfach innen drin zerbrechen. Der Vorteil von dem Quantum ist, dass der unten wie ein englischer Sattel gearbeitet ist. Also ihr seht, der hat sehr große, breite Kissen. Die gibt es mit, ich glaube, vier verschiedenen dicken Füllungen. Die können vom Sattler angepasst werden. Das heißt, es ist tatsächlich die Möglichkeit, hier einen Sattel mit einem flexiblen Westernbaum doch auf relativ viele Pferde anpassen zu können, indem man halt einfach das Polster verändert. Natürlich muss trotzdem der Sattelbaum auch in der Länge vom Pferd zum Pferd passen.
Diese Wirbelkanal gibt es bei Däuber in drei verschiedenen Breiten für den Sattel. Bitte stellt auch hier sicher, dass ihr einen Sattel wählt, wenn ihr ihn gebraucht kauft, wo der Wirbelkanal zu eurem Pferd passt. Das macht überhaupt keinen Sinn, auf so einem großen, kräftigen Pferd mit breiten Wirbel einen ganz schmalen Wirbelsäulenkanal zu legen. Oder auch andersrum auf ein Pferd, das sehr klein ist, eine schmale Wirbel hat, einen sehr breiten Wirbelsäulenkanal. Man kann das übers Polster ein bisschen angleichen, aber generell ist es halt so, auch wenn der Sattelbaum flexibel ist, ein Baum muss immer auch irgendwie zum Pferd passen. Das heißt, geht bitte nicht los und kauft euch so einen Sattel gebraucht und glaubt, dass, weil der flexibel ist oder Ultraflex heißt, dass der sich eurem Pferd anpasst. Das tut er nicht. Dieser Sattel sollte wirklich von einem entsprechend geschulten Menschen angepasst und im Polster so verändert werden, dass der dem Pferd auch passt. Ich lege den jetzt mal wieder aufs Pferd drauf, weil der ist doch relativ schwer. Der Quantum mit Fendern und Bügeln dran wird so ungefähr 7 bis 8 Kilo wiegen. Das ist also, wenn ihr Schwierigkeiten habt mit den Armen oder mit den Schultern und könnt nicht schwer heben, müsst ihr euch überlegen. Und genauso gilt auch, wenn ihr sowieso schon echt grenzwertig viel zu schwer seid für euer Pferd, ob man vielleicht da noch etwas Leichteres finden könnte. Die Länge dieses Sattels ist bei dem normalen Quantum ungefähr 51 cm, bei dem Short and Light 53 und bei dem Western Sattel im langen Modell 57 und im kleinen Modell 53. Der Sattelbaum geht schon bis relativ weit hinten, also man kann hier so ein bisschen was noch wegnehmen im Polster und dass es hinten nicht so viel trägt. Macht natürlich wenig Sinn, wenn ich eine sehr große Sitzfläche habe, dann hinten das Polster wegzunehmen. Also achtet bitte drauf, dass der Sattel auch in der Länge zu eurem Pferd passt. Das gibt den standardmäßig in drei Sitzgrößen. Größe 4 gibt es auf Aufpreis. Das ändert an der Sattellänge nicht unbedingt etwas, zumindest jetzt nicht so, dass es arg ins Gewicht fallen würde. Gegurtet wird er mit einer V-Gurtung, die tatsächlich auch dafür sorgt, dass der Sattel relativ rutschfest auch auf dem runden Pferd liegen bleibt. Ja. der hat hinten die Struppe, die ist beweglich und die vordere Struppe ist fest. Das heißt, es kommt jetzt so zu einer V-Form. Muss man gucken, es kann sein, dass man dann zum Benutzen dieses Sattels tatsächlich auch einen Gurt braucht mit V-förmig angeordneten Schnallen, damit das dann nachher tatsächlich auch richtig liegt. Kommt ein bisschen aufs Pferd drauf an. Der Sitz ist relativ schmal, außer wie gesagt im Western-Sattel, da ist er ein kleines bisschen breiter. Und der Sattel lässt sich hier vorne in der Kammer, kann man selber mit einem Imbusschlüssel verstellen. Schnäppchen ist das jetzt auch nicht, der kostet neu so ab 2.500 € aufwärts. Gebraucht liegt da ungefähr bei 1,5. Schaut halt, und dann kommen natürlich noch die Anpassungskosten dazu, die liegen auch nochmal irgendwas um 100 oder 150 Euro. Die Druckverteilung von dem Sattel ist sehr gut, also er ist durchaus geeignet auch für schwerere Reiter und man kann halt hier tatsächlich eine große Sitzfläche, also das ist jetzt S3, mit einer relativ kurzen Auflagefläche verbinden. Ich persönlich fand den Sattel sehr angenehm zu reiten, aber wie gesagt, es ist halt kein wirklicher baumloser Sattel. Also bitte lasst euch da gut beraten und lasst euch den anpassen. Den kann man hier mit und ohne Toolings bestellen. Der Preis ist der Qualität der Sättel durchaus angemessen. Also Däuber macht wirklich qualitativ hochwertige Sättel. Und insofern, wenn man jetzt keinen ganz baumlosen Sattel nehmen möchte, aber einen, den man tatsächlich noch einigermaßen flexibel verstellen kann, wäre das hier vielleicht eine Alternative. Wenn ihr sagt, nee, auf gar keinen Fall, ich möchte wirklich einen ganz baumlosen Sattel haben, schaut gerne meine anderen Videos an. Da findet ihr vielleicht auch etwas für euch. Ich würde mich freuen, euch bald zu sehen.